Diesen Film von der Birkanbalz habe ich vor 46 Jahren aufgenommen. Ich habe mir nun überlegt, ob ich ihn veröffentlichen sollte. Denn die Qualität des Filmes im Zeitalter des Videos, die man mit jedem Handy in brillanter Qualität drehen kann, kann man nicht vergleichen. Die Aufnahmen in Super 8 wurden mit einer Bilieu 4800 gemacht. Die einzige Super 8 Kamera mit der Möglichkeit, Objektive zu wechseln. Mit einem Adapter konnte man Fotoobjektive verwenden. Aber das Format Super 8 stieß da an seine Grenzen und man konnte nicht mehr erwarten. Die langen Brennweiten machten es bei schlechter Beleuchtung fast unmöglich, genau zu fokussieren. Nur 10% der fertigen Aufnahmen konnte ich für den Film später verwenden. Die Tonaufnahmen machte ich mit einem Batterietonbandgerät Ur-Report. Natürlich verschiedene Spezialmikrofone. Gefühlte hunderte von Stunden verbrachte ich morgens im Tarnzelt. Ich musste vor Sonnenaufgang da sein, damit die sehr scheuen Tiere mich vorher nicht sehen konnten. Dass ich mich trotzdem getraut habe, diesen Film jetzt zu zeigen, hat damit zu tun, dass er inzwischen ein Dokument geworden ist. Es war wohl die letzte Birkwildpopulation in unserem Raum. Und die Aufnahmen haben somit etwas Dokumentarisches. Kilometerweit hört man das Kullern und Fauchen des selten gewordenen Birkwildes. Dagegen kann man das Rufen des Kiebitz und seinen taumelnden Balzflug doch noch öfter beobachten. Das Schwirren auf der Tonaufnahme kommt von einem in der Nähe sitzenden Feldschwirr. Teil des Birkwildes sitzt noch in den Schlafbäumen. Der Lärm um sie herum hat sie wohl aufgescheucht. Das melodische Flöten kommt von einem großen Brachvogel. Birkan
kurz vor seinem Auftritt schon in Ballstellung. Eine Bekassine. Vor meinem getarnten Zelt stellen sich auch diese Moorbewohner vor. Es scheint, dass sie das Laufgeräusch der Kamera misstrauisch gemacht hat. Das ist der Balzplatz der Bierkähne. Hier werden die wilden Scheingefechte ausgetragen. Bei jedem Luftsprung ist ein Zischen weithin vernehmbar. Und über den Augen sind die Balzrosen leuchtend rot angeschwollen. Bis 1980 wurde das Bierkuhn zum Vogel des Jahres gewählt. Noch vor 50 Jahren war das Bierwild in Norddeutschland noch weit verbreitet. Heute ist es nahezu ausgestorben. Aufforstung, Torfabbau und Moorkultivierung haben den Vögeln den Lebensraum genommen. Eine Bekassine bei der Morgenwäsche. Beim Balzflug erzeugen die Schwanzfedern ein meckerndes Geräusch. Deshalb nennt man sie auch Himmelsziege. Es geht natürlich um die Gunst der Hennen. Der ranghöchste, älteste Platzhahn in der Mitte des Platzes hat die größten Chancen bei der Begattung. Die anderen Hähne versuchen ihm diesen Platz streitig zu machen. Dabei kommt es oft zu Kämpfen. Thank you.
einem der Moorgräben für mich eine Bachstelze, während man aus der Luft die meckernden Balzlaute der Himmelsziege hören kann. Die unscheinbare braune Henne wird die Last des Nestbaus und der Brutpflege alleine tragen müssen. So Mitte Mai bis Juni liegt sie in einer Bodenmulde 6 bis 10 hellbraune, rot gesprenkelte Eier. Sie brütet sie in 27 Tagen aus. Nach etwa 2 Wochen können die Jungen schon fliegen, sind aber erst sehr viel später ausgewachsen. Die Nahrung des Birkwildes besteht aus Nadelbaumtrieben, Birkenknospen und in kleinen Maßen auch aus Insekten. Ich finde ein Fasanengelege. Gut getarnt sitzt die Henne auf ihren Eiern. Wie beim Birkwild hat auch der Fasanenhahn nichts mit der Brutpflege zu tun. Die gerade geschlüpften Küken sind wenige Augenblicke später im dichten Kraut verschwunden. Dank ihrer guten Tarnung sind sie nicht mehr wiederzufinden. Während das Vollgas blüht, geht die Zeit der Birkhahnwalz langsam zu Ende.